Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Wir haben Sonntag, es ist 16 Uhr und ein paar Minuten. In meiner Vorstellung von, ja, Geheimdiensten, da sehe ich James Bond und Leute, die mit einer Pistole im Halfter mit schnellen Autos durch die Gegend fahren und viel wissen und wenig sagen. Aber ich glaube, das ist nur meine Vorstellung und die will ich jetzt ein bisschen korrigieren. Ich habe nämlich jemanden heute hier im Studio, der hat ein wenig was damit zu tun, glaube ich, aber wir finden noch raus, wie viel er damit zu tun hat und ob er wirklich so viel weiß und so wenig sagt oder ob er uns auch ein bisschen was sagen kann und wir danach mehr wissen. Dr. Bodo Hechelhammer, der Chefhistoriker des BND, ist heute bei mir im Studio zu Gast. Wir kennen uns nicht, wir haben uns eben kennengelernt, aber wir haben wahrscheinlich eine vage Vorstellung beide von dem, was wir machen. Sie vielleicht mehr von dem, was ich mache, als ich von dem, was Sie machen. Fangen wir mal ganz simpel an. Bundesnachrichtendienst, was ist das? Ja, das ist erstmal ganz einfach zu erklären. Es ist der deutsche Auslandsnachrichtendienst oder Geheimdienst. Das heißt, er ist verantwortlich für das Sammeln von Informationen und die Auswertung über das Ausland. Meistens so ein Fehler, was ich zuletzt auch wieder gelesen habe, also nicht ausschließlich denn im Ausland, sondern es geht um sämtliche außenpolitischen, sicherheitspolitischen Aspekte über das Ausland. Also es ist ein Geheimdienst. Ja, die Begrifflichkeiten sind interessanterweise gar nicht so genau getrennt. Nachrichtendienst, Geheimdienst, wir sagen eigentlich geheimarbeitender Nachrichtendienst dazu. Nachrichten hört sich so harmlos an. Also Nachrichten hört sich an, als würden sie Nachrichten sammeln, aber ja, eigentlich sammeln sie ja Informationen. Ja, richtig. Nachrichten sind ja Informationen. Vermutlich haben diese Namensgeber in den 50er Jahren, als man eben diesen Bundesnachrichtendienst, der offiziell am 1. April 1956 gegründet wurde, bewusst auch jetzt nicht mit irgendwie Geheimdienst. Wäre das zu sehr wie Gestapo gewesen? Ja, in Deutschland ist ja gerade die Geschichte und der Umgang mit Geheimdiensten, Nachrichtendiensten eine ganz besondere. Nicht vergleichbar international, weil wir eben, ich sage immer, so eine Art doppelte gespaltene Vergangenheit haben, einerseits vor 45 mit der Nazi-Zeit und Gestapo, Sicherheitsdienst und so weiter alles und dann natürlich auch noch in der Nachkriegszeit, wenn man so möchte, eben die ostdeutsche Geschichte mit der Stasi. Mhm. Okay, also es ist, ich würde jetzt landläufig Geheimdienst sagen, es ist ein Nachrichtendienst, aber wir wissen beide, was es ist. So, jetzt haben Sie gesagt, Sie sind fürs Ausland zuständig. Spähen Sie irgendwen im Ausland aus oder was machen Sie da? Oder erstmal der BND, Sie machen ja was anderes, aber da reden wir gleich drüber. Also der BND, was macht der im Ausland? Ja, also das ist, wie gesagt, ich habe ja die Funktion auch eines Historikers dort, also oder des Chefhistorikers. Im Grunde genommen beschäftige ich mich immer nur mit den entsprechenden Themen der Vergangenheit, alles so, was so rund 30 Jahre zurückliegt. Natürlich, der Auftrag des BND ist gesetzlich festgeschrieben und wie lautet der? Was ist der gesetzlich festgeschriebene Auftrag? Naja, dieser Auftrag der Bundesregierung, der entsprechenden Ressorts, der ist entsprechend geheim eingestuft und darüber kann man natürlich nichts erzählen. Ah, also das heißt, Sie dürfen nicht sagen, was der Auftrag ist? Ja, nein, natürlich nicht im Detail. Das heißt, wo die entsprechenden Schwerpunkte liegen, soll heißen, welche Länder, welche Schwerpunkte und so weiter denn gerade bearbeitet werden. Das ist halt das Auftragsprofil, das ist entsprechend eingestuft. Und also ich versuche mir das jetzt ganz naiv vorzustellen. Sie sagen immer, ich darf darüber nichts sagen, dann reden wir wieder über was anderes. Da ist die Bundesregierung. Die hat irgendein Interesse, keine Ahnung, will rausfinden, ob die Landtagswahl in Hessen aus Russland gesteuert wurde. Ist das ein Fall, der denkbar ist, dass man dann sagt, der Nachrichtendienst muss das rausfinden? Also der Nachrichtendienst, aber bestimmt nicht unser Nachrichtendienst, weil das wäre dann etwas von den Kollegen vom Verfassungsschutz, also vom BfV, den eher.
Okay. Aber es ist denkbar, dass die Bundesregierung etwas in Auftrag gibt. Also dann muss der BND für die Bundesregierung, sagen wir mal, ermitteln. Naja, ich bin nicht die Bundesregierung. Also natürlich kommen die entsprechenden Aufträge von dort, die abgestimmt sind und entsprechend dem gesetzlichen Auftrag. Ja. Was ist das Pendant zu Ihnen in den USA, der FBI? Nee, das wäre der CIA. Der CIA, okay. Der FBI ist in dem Sinn auch nach innen, also in Inland ausgerichtet. Und CIA sind die Kollegen, die für das Ausland zuständig sind. Ist jetzt in der Zeit, in der wir leben, also in der Nach-Kaltkriegszeit, ein Nachrichtendienst überhaupt noch, ja, doofe Frage, wichtig? Naja, da würde ich sozusagen die Gegenfrage stellen, ist denn die Sicherheitslage international sicherer geworden? Also ich kann mich jetzt wieder gerade auch als Historiker daran erinnern, dass gerade mit Ende des Kalten Krieges die Diskussion auch im parlamentarischen Raum in der Gesellschaft sehr aktuell wurde. Es gab gerade in Pullach, also wo ja die alte Zentrale des BND war, dann auch danach erste Demonstrationen, die darauf zielten, der BND ist nicht mehr notwendig. Jetzt kommt so die Zeit des großen Friedens, der Kalte Krieg ist vorbei, löst den auf, bis hin zu den Förderungen. Ich glaube, man wollte einen Bundesumweltdienst einrichten, also diesen umwandeln. Ich glaube, von diesen Gedanken sind wir alle gerade weg, weil die Welt ist, wie wir alle wissen, einfach nicht sicherer geworden. Es gibt viele internationale Krisen mehr. Und es ist demzufolge ganz normal, dass jede Regierung über ein möglichst gutes Lagebild zu den entsprechenden Hotspots verfügt. Deswegen frage ich, was hat sich verändert? Also nach Ost und West, wo ja klar war, wen man auf der anderen Seite hat, hat sich die Welt ja wirklich verändert. Was sind heute die Zielfelder? Die Zielfelder, jetzt sind wir wieder in der aktuellen Zeit. Islamismus ist nicht mein Thema, aber natürlich hat sich jetzt nach 1990 der islamistische Terrorismus, der internationale Terrorismus natürlich ganz anders entwickelt. Islamistische Tourismus ist auch gut. Habe ich Tourismus gesagt? Ja. Ist manchmal ist es auch ein bisschen Tourismus. In der Tat ist der Terrorismus manchmal ein islamistischer Tourismus. Ja. Gut, wir werden natürlich über die Historie des BND ausführlich noch sprechen. Aber Sie kennen das wahrscheinlich, dass Menschen, die damit nicht in Berührung kommen, erstmal diese in Anführungsstrichen dummen oder profanen Fragen stellen. Ja, natürlich. In dem Sinn bin ich auch einer der wenigen BND-Mitarbeiter, denen es gestattet ist oder die natürlich nach außen gehen sollen und zu bestimmten Themen den vortragen oder auch einfach das Gesicht zeigen, um bestimmte Sachen einzuordnen. Aber mein Auftrag ist ja dann immer, oder was heißt denn Auftrag, das, was ich mache, das ist halt in Geschichte, über die Geschichte zu erzählen, ja. Über die aktuellen Dinge, dafür haben wir einen Pressesprecher. Sehr gut. Über die aktuellen Dinge sprechen wir dann mit Ihnen persönlich, sofern Sie das können. Aber jetzt hören wir erstmal Musik. The Smiths, What Difference Does It Make? Ist, ich finde, Sie haben einen sehr normalen Musikgeschmack. Das ist erfreulich. Das kommt so überraschend heraus. Aber ich freut mich natürlich, dass ich The Smiths mal mir wünschen kann. Sozusagen, da bin ich ja Fan seit ewigen Zeiten. Hören wir jetzt in der Blauen Stunde mit mir zusammen Dr. Bodo Hechelhammer, Chefhistoriker des BND. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somuncu. In der Blauen Stunde heute ist Dr. Bodo Hechelhammer, Chefhistoriker des BND. Das Image des BND ist ja, wie Sie ja eben auch geschildert haben, nicht immer so toll. Viele denken, das sind Geheimagenten, die einen ausspähen. Die Stasi, das haben Sie ja auch gesagt, ist ja sicher ein Teil dieses Negativrufs, aber eben auch in der Historie, in der Geheimdienste auch immer wieder dazu da waren, ja, Schlechtes zu tun. Dass das heute anders ist, dass es heute Teil einer Gegenwartspolitik ist, darüber können wir gleich noch sprechen, aber gehen wir ja wirklich mal in die Geschichte. In Deutschland, haben Sie ja gesagt, hat Geheimdienst eine Geschichte, die sehr behaftet ist. Inwiefern wird das besprochen? Wenn Sie jetzt in Ihrer Arbeitsstelle sind, werden Leute da geschult? Gibt es da Seminare? Spielt die Geschichte des BND oder des deutschen Geheimdienstes eine Rolle, wenn man beim BND arbeitet? Mittlerweile immer mehr und dazu tragen wir ja auch bei.
dass eben die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dazukommen, natürlich auch immer sensibler werden, dass man sich damit auseinandersetzt. Als ich noch angefangen habe, vor rund 17 Jahren, da spielte eigentlich die Geschichte wirklich gar keine Rolle bei der Einstellung. Man musste sich mehr oder weniger selbst orientieren, wo man anfängt, und da fängt ja schon die Schwierigkeit an. Damals gab es noch so eine richtige Wagenburg-Mentalität. Man hat keine Informationen eigentlich nach außen gegeben, man hat kaum Fragen, die von außen kamen, beantwortet. Und auch was man draußen wusste über den Dienst und seine Geschichte, das kam ja nie von innen. Das waren also mehr so Verschwörungstheorien oder Pannenfälle oder eben dramatische Sachen. Und demzufolge war das Bild auch, so wie es tradiert war, immer sehr negativ. Und das ist natürlich, muss man sich vorstellen, wenn man zu einer besonderen Behörde anfängt zu arbeiten, schon ein bisschen kompliziert, weil man weiß gar nicht so richtig, wo fängt man an, und ist nur mit so Negativfolien, muss man sich auseinandersetzen. Demzufolge ist es wichtig, es gibt da auch genug, sag ich mal, Dunkelflecken in der Geschichte, auch gerade von der Personalpolitik her. Wir bewegen uns ja da aus der Zeit des Dritten Reiches denn hinein. Aber mindestens ist sich damit eben aktiv auseinandersetzen. Das heißt, es nicht verleugnen, aktiv ansprechen, einordnen, warum das denn so war. Und das hilft eben ungemein. Und das schärft das Profil. Gerade wenn man bei so einer Behörde arbeitet, muss man überzeugt sein, was man macht, dass es das Richtige ist, dass es demokratisch legitimiert ist, und muss sich eben auch in dieser Zeitlinie sehen. Wann ist der erste Geheimdienst entstanden, den es überhaupt gab in der Menschheit? Oh, das ist eine tolle Frage. Kann ich gar nicht beantworten. Es gibt eine Menge Bücher, die das quasi schon in der Pharaonenzeit oder wie auch immer ansetzen. Letztendlich ist ja das Interesse an Informationen zu bekommen, kennt ja jeder von uns. Also ich will das jetzt nicht verallgemeinern zu sehr, sondern ob man in der Schule ist, möchte man gerne wissen, was in der nächsten Klassenarbeit vorkommt, und möchte möglichst daran kommen, an Informationen, um sich besser vorzubereiten. Also der Impuls letztendlich, an Informationen zu gelangen, seine Agenda vielleicht besser zu untermauern, ist da ganz normal. Gut, ich denke, das kollidiert ja dann mit anderen Dingen wie Datenschutz etc. Da gehen wir nachher hin, wenn wir in der Gegenwart sind. Lassen Sie uns noch ein bisschen in die Vergangenheit. Sie sind ja Historiker. Gab es das im Römischen Reich schon? Natürlich, das war in erster Linie, war das immer militärisch ausgerichtet, dass man natürlich für seine militärischen Aktionen versucht hat, einen Wissensvorteil sich zu verschaffen. Genau, um zu schauen, bewegt sich da was, kann ich da mit meinen Truppen hinmarschieren, also da ist der. Und gibt es einen markanten Punkt, an dem sich dieser Wissensvorteil, den man sich verschaffen wollte, der sich ja auf eine Gegenseite bezog, auf das eigene Volk bezogen hat? Das war ja dann später bei der Stasi, auch ja bei der Gestapo, bei vielen Geheimdiensten oder Nachrichtendiensten dann später auch der Fall. Natürlich gab es das. Das gab es auch schon in Frankreich, dann später in der Französischen Revolution und so weiter. Natürlich immer wieder, wenn bestimmte Herrschaften Systeme aufgebaut haben, um einen Druck auch nach innen auszuüben, gegen die eigene Bevölkerung, zu wissen, inwieweit da man denkt, Stimmung gegen die Herrschaften sind. Da hat man sich natürlich auch dafür interessiert. Was machen Sie als Chefvirushistoriker? Was ist Ihr Job genau? Nun, wir sind verantwortlich eben für alle möglichen historischen Themen, die an die Behörde herangetragen werden. Also nicht die Historie des BND, doch, sondern, okay. Also auch, natürlich. Mhm. Oft werden wir von außen gesteuert, soll heißen, wenn es von Medien kommt, aus dem parlamentarischen Raum, zu bestimmten Themen zur Geschichte des Dienstes, dann müssen wir die beantworten. Wir wissen das alles nicht aus dem Kopf heraus. Wir müssen daher fundiert Auskunft geben. Das heißt, wir müssen in die Archive gehen, ins eigene Archiv gehen. Wir müssen erstmal recherchieren, was war das für eine Operation? Was waren das für Namen? Wie sind da die Sachverhalte? Und das muss dann entsprechend aufbearbeitet werden, abgestimmt werden, inwieweit wir dann auch dazu Stellung geben können. Also Sie sind so eine Art Informationsstelle. Wenn ich jetzt, mir fällt ein konkretes Beispiel ein, ich will wissen, wie viele türkische Gastarbeiter haben in den 80er Jahren in West-Berlin gelebt? Da wären wir nicht zuständig. Das wäre sozusagen dann gleich eine Art Negativanzeige, weil wir dafür nicht zuständig wären. Das wären weder die, wenn überhaupt, die Kollegen der inländischen Dienste. Wären Sie dafür zuständig, wenn ich fragen würde, wie viele türkische Gastarbeiter, die in West-Berlin gelebt haben, haben illegale Beziehungen zu ostdeutschen Frauen gehabt? Möglicherweise müsste man dann
schauen, ob man dazu was hat ob man dazu was findet und ob man dazu Auskunft geben kann. Ah, okay, weil ich hatte diesen Fall konkret. Ja. Es war nämlich so, die türkischen Gastarbeiter hatten ja andere Grenzübergänge als die Westberliner, die nach Osten wollten, oder Westdeutsche, die nach Ostberlin oder überhaupt in die DDR wollten. Und da gab es so eine Grauzone. Es gab wohl auch Abkommen zwischen der Türkei und der DDR. Und die konnten leichter rüberkommen. Und da sind einige Beziehungen entstanden, die geheim waren. Mhm. Also die geheim gehalten wurden, zum einen, weil die mit ihren Familien das nicht klar machen wollten, und zum anderen, weil sie auch davon profitiert haben, weil sie nämlich Waren verkauft haben für Devisen. Und da dachte ich, vielleicht könnte ich Sie fragen. Ja, können Sie fragen. Also im Grunde ist es ja auch ganz einfach. Aber das wäre so ein Fall, das ist ja historisch. Ja. Und dann könnten Sie sozusagen recherchieren, wie war das wirklich, und mir dann Auskunft geben. Ja, also da müssen wir wieder genauer hinschauen. Wenn zum Beispiel jetzt, wenn Sie jetzt hier vom Radio anfragen würden, also als Medienvertreter, dann wären wir verantwortlich zu prüfen entsprechend des Presseauskunftgesetzes und müssten dann beauskunften, wenn denn Informationen da sind. Genauso kann als Jedermannsrecht, wenn man Akteneinsicht haben will zu entsprechenden historischen Vorgängen, kann man auf das Bundesarchivgesetz sich beziehen und kann dann anfragen, ob zu Personen oder irgendwelchen Sachthemen irgendwelche Informationen vorliegen, und dann wird geprüft, ob was vorhanden ist und ob das entsprechend dann auch schon herausgegeben werden kann. Sehr gut. Ich merke schon, das sind sehr spannende Dinge. Ich habe so viele Fragen, das schaffen wir gar nicht in 2 Stunden. Dr. Bodo Hechelhammer bei mir im Studio, Chefhistoriker des BND, und Depeche Mode, Strangelove, geht eigentlich wieder in die gleiche Richtung, britische Musik. Irgendwie, ja, richtig. Sehr gut, gefällt mir. Radio 1, die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Und mit mir im Studio Dr. Bodo Hechelhammer, Chefhistoriker des BND. Jetzt habe ich ein paar Sachen ungefähr begriffen. Also, das ist eine Behörde der BND, die eigentlich erstmal Informationen sammelt. Und auf Anfragen, zum Beispiel von Parteien oder irgendwem, Parteien nicht so sehr. Naja, wir sammeln das eigentlich per gesetzlichen Auftrag dann eben für die Bundesregierung. Okay, für die Bundesregierung. Ah, Sie haben ja auch Geschenke mitgebracht, muss ich gleich auch nochmal reinschauen. Auf Anfrage der Bundesregierung geben Sie auch nicht. Nein, das ist alles schon, der Informationsfluss ist klar geregelt. Jetzt, ja, das war ja nur der Punkt. Klären Sie mich auf. Ich stelle die Fragen so, wie ich sie finde, und wenn Sie die Antwort darauf... Also grundsätzlich nach dem BND-Gesetz seit 1990 ist es ja dann erstmals festgelegt worden, werden halt Informationen über das Ausland dann gesammelt und diese ausgewertet und dann natürlich den Bedarfsträger, und das ist dann erst in die Bundesregierung mit den entsprechenden Ressourcen. Also der Bedarfsträger ist es in der Terminologie, in der Fachsprache. Gut, also ein Bedarfsträger, der kriegt diese Informationen. Dann haben Sie gesagt, als Historiker beschäftigen wir uns mit der Geschichte des BND. Wir sind auf den Aspekt zu sprechen gekommen, wie kann sich ein Nachrichtendienst auch gegen das eigene Volk wenden, was kann dazu führen, dass irgendwelche, also in der französischen Zeit waren es wahrscheinlich Könige, im Römischen Reich waren es Kaiser, diese Informationen benötigen, um über irgendetwas Überblick zu haben, über das Verhalten der Menschen, vielleicht auch über die Manipulierbarkeit der Menschen. Die Stasi ist ein großes Thema. Sind das Dinge, die Ihnen oft begegnen? Also sind das Fragen, die man Ihnen oft stellt? Nervt das ein bisschen, wenn diese Fragen kommen? Ja, nerven in der Hinsicht nicht. Also sie werden in der Tat oft gestellt, und das sind ja auch die Probleme, die man jetzt auch hinsichtlich des Images hat, nach außen vertreten muss, dass da sehr viele Vergleiche, sehr viele falsche Vergleiche gestellt werden. Ich hatte es ja auch schon gesagt, wir haben hier die Gestapo-Vergangenheit, wir haben die Stasi-Vergangenheit, und deswegen ist die deutsche Gesellschaft sehr kritisch gegenüber dem Thema Geheimdienste und deren Tätigkeit eingestellt. Ist ja auch logisch, man arbeitet im Geheimen, man ist nicht öffentlich, man ist öffentlich gegenüber den entsprechend parlamentarischen Gremien, denen man dann Auskunft darüber gibt, aber die Öffentlichkeit erfährt darüber nichts. Das liegt in der Logik der Sache selbst. Also hat man viele Fragezeichen, ist misstrauisch, und demzufolge ist auch so ein Öffnen zum Beispiel über die Geschichte und was erzählen und öffentlich auftreten, Vorträge halten, publizieren, Rede und Antwort
Sofortstellen unglaublich wichtig, weil dann wenigstens punktuell ein gewisser Misstrauen abgebaut werden kann oder man die Dinge halt einordnen kann. Mhm. Also einerseits so eine Institution für sich birgt quasi ein Misstrauen im System immanent. Andererseits kann man auch aktiv dagegen etwas tun, um eben ja die Sache einordnen zu können. Ist das Misstrauen unberechtigt Ihrer Meinung nach? Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Ja, wenn man jetzt sagt, aus der Vergangenheit heraus gab es vielleicht immer das eine oder andere Anlass, aber auf die heutige Zeit gesehen würde ich sagen, ja, weil der Dienst, der Arbeitgeber, der Bundesnachrichtendienst ist vollkommen demokratisch legitimiert und kontrolliert. Da gibt es bestimmt immer wieder Diskussionsbedarf in der einen Richtung oder in der anderen Richtung, aber in dem Sinn würde ich sagen, dieses Misstrauen unbegründet. Gut, also ohne Sie jetzt gleichsetzen zu wollen mit der Stasi, ja. Aber wenn man die Geschichte der DDR betrachtet, ist das ja nicht das ein oder andere Ressentiment, sondern ein erhebliches. Wir hören oft solche Fragen auch in diese andere Richtung. Wer war denn erfolgreicher zum Beispiel? Also so ein bisschen in diese Richtung. Und das finde ich immer sehr grauselig, muss ich sagen. Weil dann vergleicht man eine Geheimpolizei, einen geheimdienstlichen Apparat, der auch Exekutivrechte hatte. Also der konnte an die Türen gehen, klingeln und die Leute verhaften und sagen, reden Sie mit uns, sonst kann Ihr Kind denn nicht studieren. Sowas ist in Westdeutschland nie möglich gewesen. Und deswegen hinken diese Vergleiche. Aber diese Angstszenarien, dass man unerlaubt irgendwie abgehört wird oder so etwas, das kursiert halt bei vielen noch aufgrund eben dieser Erfahrung. Und diese Erfahrung und Ängste, die kann man nicht absprechen. Ich finde, Ängste muss man sowieso denn ernst nehmen und berücksichtigen und nicht einfach denn versuchen, totzuschweigen, weil sie unbegründet sind, sondern man muss diese wirklich ernst nehmen und einfach erklären und darauf eingehen. Wird man in Deutschland auch abgehört heute? Das weiß ich nicht. Gibt es Fälle, also Sie als Privatperson, was würden Sie sagen? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Möglicherweise gibt es andere Dienste, die in Deutschland irgendjemanden abhören, aber über sowas weiß ich nicht. Der große Lauschangriff, das sind so Sachen, sind so Begriffe, die kennen Sie nicht. Nein, das kenne ich nicht. Das kennen Sie gar nicht. Das kenne ich gar nicht. Habe ich ja noch nie davon gehört. Besteht die Gefahr, dass ich oder irgendjemand, der politisch extrem tätig wird, dann abgeholt wird? Nein, das sind wieder so Punkte, da geht es ins Aktuelle hinein, dazu kann ich gar nicht sagen, weiß ich auch nicht und da habe ich einfach ganz einfach tiefes Vertrauen in alle anderen Sicherheitsbehörden und auch in die entsprechenden Justiz, weil alles das muss ja auch juristisch begleitet werden und entsprechend genehmigt sein. Ab wann beginnt bei Ihnen die Gegenwart und wo hört die Vergangenheit auf? Also ungefähr ab 30 Jahren so in der Regel, da würde ich mich denn zuständig fühlen. Also der deutsche Herbst zum Beispiel, das wäre ein Thema? Das wäre ein Thema, wobei der aber auch jetzt uns denn weniger wieder betrifft. Auch nicht die Aufarbeitung der Tätigkeiten des BND zur Zeit? Ja doch, da sind entsprechende Fragen auch schon gekommen von Pressevertretern und so weiter, was man denn dazu weiß. Die sind entsprechend dann auch beantwortet worden, aber eben, das ist ja eher eine innerdeutsche terroristische Bedrohungslage gewesen und damit zuerst einmal auch Angelegenheiten wie zum Beispiel der Kollegen des Verfassungsschutzes. Mhm. Was ist genau der Unterschied zwischen Verfassungsschutz und BND? Der eine ist für das Inland zuständig, der andere ist für das Ausland. Ah, okay, alles klar. Ja, jetzt hab ich's auch begriffen. Ja, also um das so ganz einfach denn festzustellen. Also wie gesagt, Informationen über das Ausland sammeln. Informationen über das Auslandssammeln. Das heißt, NSU-Affäre, das ist alles Verfassungsschutz. Richtig. Aha, okay. Wenn aber, sagen wir mal, in der Türkei was wäre, was jetzt mich wieder betrifft, dann könnten Sie zuständig sein. Ja, das sind auch wieder so Themen. Türkei ist ja dann, glaube ich, politisch ein besonderer Punkt, weil ja NATO-Partner und deswegen da gibt es wieder entsprechende Sachen, die man beachten muss. Ich drücke mich schon sehr vorsichtig aus, damit ich merke, Ihre Befindlichkeit ist noch im grünen Bereich. Und ich versuche noch vorsichtiger zu antworten. Das sehe ich mich aber jetzt als Historiker quasi nicht in der Verantwortung. Ja, also immer wenn was Aktuelles kommt, sagen Sie, interessieren tut es mich als Privatmensch natürlich sehr, aber da gebe ich ganz einfach, wenn man mich dazu fragt als Historiker, dann keine Antwort. Jetzt reden wir andersrum mal. Ich habe
gehört. Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Müssen wir, glaube ich, auch gleich nach der nächsten Musik machen. Oder wir hören erst die nächste Musik, weil die Frage, ja, die müssen Sie ausführlich beantworten. Oh je, meine. Paul Weller, Wildwood in der blauen Stunde. Mit mir zusammen Dr. Bodo Hechelhammer, Chefhistoriker. Ach Mensch, ich habe mich verguckt. Alles klar. Come As You Are von Nirvana. Und Dr. Bodo Hechelhammer habe ich aber richtig gesagt und Chefhistoriker des BND habe ich schon 100 Mal gesagt. In der blauen Stunde. Kann doch mal passieren, meine Güte. Jetzt werde ich nicht direkt abgeholt. Niemand wird abgeholt. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Bevor ich mit Dr. Bodo Hechelhammer über die Historie, Ihr Fachgebiet, Ihr Ressort spreche, will ich noch ein bisschen meine Bildungslücken aufarbeiten. Aber das besprechen wir sozusagen untereinander, hört ja niemand, was wir sagen. Ich habe gelesen oder ich meine zu wissen, dass ein Heer von inoffiziellen Mitarbeitern des türkischen Geheimdienstes wiederum in Deutschland unterwegs ist. Ist sowas vorstellbar? Ist sowas real oder ist das einfach nur eine Geschichte? Das kann ich gar nicht einordnen. Vorstellbar ist vieles, aber dazu kann ich keine fundierte Aussage machen. Okay, also vergessen wir's. Sie sind so eine Art James Bond im Ruhestand, ne? Naja, im Ruhestand bin ich ja noch nicht, aber zumindest in anderer Funktion. Was ist denn das Thema? Was ist denn die Historie jetzt außer der Aufarbeitung, die Sie schon erwähnt haben? Also Sie sitzen da an einer bestimmten Stelle und Sie haben ein Ressort. Ihr Ressort ist die Geschichte des BND. Naja, wir haben einen Bereich mit Mitarbeitern und Mitarbeitern zusammen, die wir beschäftigen uns mit allen Fragen der Geschichte. Die können von außen kommen, eben durch Pressevertreter oder auch aus dem parlamentarischen Raum, durch bestimmte Anfragen, aber auch aus dem eigenen Haus. Haben Sie aktuell was Sie machen? Ein Projekt? Eine Ausstellung oder? Ja, in der Tat. Wir beteiligen uns an der Aus- und Fortbildung, was ja auch Thema war, um eben Geschichte und die Einordnung die eigene Mitarbeiterschaft hineinzubringen, aber auch treten auch öffentlich auf durch Vorträge, nehmen an Podiumsveranstaltungen teil, all diese entsprechenden öffentlichkeitswirksamen Sachen, aber alle mit Geschichtsbezug. Ein anderer Teil ist eben auch in der Tat, wir sammeln jetzt erstmals so ND-Artefakte. Sind ND-Artefakte? Naja, in dem sind, sag ich mal, Museumsstücke aus den ganzen Zeiten. Nachrichtendienstliche Artefakte. Genau, wenn Sie so wollen, irgendwelche Kameras, die eingesetzt wurden und in so Minux-Kameras, in Zigarettenschachteln zum Beispiel. Also so, wie man sich das vorstellt oder Beobachtungsmittel, die in irgendwelchen Radiogeräten eingebaut waren oder Steine, wenn man sie denn aufschraubt, die echt aussehen, um dann Mikrofilme zu verstecken. Also doch ein bisschen James Bond. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern natürlich hat man diese Tätigkeit dann auch gemacht und da gab es entsprechend auch Labore, die so etwas hergestellt haben, solche Gerätschaften gebaut haben und das versuchen wir erstmal ausfindig zu machen, denn zu bewahren, dazu Geschichten zu erzählen, einerseits für uns selbst, also für die Behörde selbst, aber auch durchaus, um das nach außen zu geben, das heißt mit Museen und Ausstellungsmachern zusammenzuarbeiten und das haben wir auch schon getan in der Vergangenheit und werden das auch hoffentlich zukünftig weiter tun. Also das für beide deutsche Teile, auch mit der Stasi? Ja, nee, wir beschäftigen uns dann nur um unsere eigene Geschichte, das ist schwer genug. Die ganze Stasi-Sache wird ja von anderen Behörden gemacht, Stasi-Unterlagenbehörde oder auch von anderen Forschern. Also wir haben genug mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Klar gibt es dann immer Berührungspunkte, aber wir sammeln da zum Beispiel einfach nur unsere eigenen Gegenstände. Die 30 Jahre, die Sie angesetzt haben für den markanten Punkt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Hat das was mit der Wiedervereinigung zu tun? Nein, das ist einfach nur in dem Sinn eine gesetzliche Vorgabe reingehauen, ab wann grundsätzliche Sperrfristen gelten und das wandert natürlich dann immer weiter weg, immer weiter mit. Das heißt, in 30 Jahren ist da wieder ein ganz anderer Zeitraum. Und das sind aber 30 Jahre, das ist eine feste Zahl. Ja. 30 Jahre, wir haben jetzt 2018, also 1988 sind wir jetzt ungefähr, ne? Ja, genau. Jetzt kommt eben der Punkt auch so langsam bezüglich den Akten, wenn es um Richtung Wiedervereinigung geht. Da gibt es nur noch andere Punkte zu beachten. Das ist denn zu kleinteilig, auf die möchte ich nicht eingehen, aber so, das ist so diese Grundrichtung. Was hat man denn 1988 oder 80, was hat man da für Informationen gesammelt? Über wen?
Gab's da etwas, was Hauptfokus war? Nee, wir sind ja immer noch Zeit des Kalten Krieges und das heißt, da ist natürlich immer noch Sowjetunion, Ostblock, Warschauer Pakt und DDR. Das war natürlich das Hauptinteresse. Sind Sie dann nicht auch involviert in die Aufarbeitung der Barschel-Affäre? Jetzt wird's ganz heikel. Involviert in die Aufarbeitung. Wenn man uns dazu anfragt, dann gibt man auch entsprechende Auskunft, was man dazu weiß. Das haben wir auch getan. Aber man weiß nicht viel dazu. Aber es gibt ja so ein paar, sagen wir mal, Legenden, oder die nicht widerlegt sind oder die immer wieder angefeuert werden. Auch der Besuch Barschels in Schwerin oder was im Hotel Neptun in Warnemünde. Das sind natürlich in der Tat so ein Nachrichtendienst und gerade wenn sich so er sich öffnet hinsichtlich seines Archivs und Auskunft gibt, dann kommen natürlich alle möglichen Geschichte werden herangetragen und versucht Informationen zu sammeln und man ist immer sehr dankbar. Soll heißen, wenn man dann über bestimmte Themen keine Auskunft geben kann, dann glaubt man halt dieser Sache oder nicht. Das haben wir auch schon oft erlebt. Gerade weil man jetzt Sachen vom Archiv sehen kann, gibt es diese Antworten, das ist ja dann nicht das richtige Archiv, sondern das richtige Archiv, das geheime Archiv, da hat dann wieder keiner Zugang. Also diese Verschwörungstheorien, trotz der Öffnung, trotz der Transparenz, die gehen dann einfach immer weiter. Das ist halt eine Frage der Glaubwürdigkeit, denn irgendwann, ob die Antwort, die man den gibt, halt wirklich akzeptiert wird, dass es wirklich das ist, was man weiß. Gut, aber im Falle Barschels gab es ja einige Dinge, die seltsamerweise ungeklärt waren. Also da konnte man ja schon berechtigte Fragen stellen. Ja, aber das muss nicht unbedingt mit dem Bundesnachrichten zusammenhängen. Also wir sind ja auch keine Ermittlungsbehörde und in dem Sinn ist meistens der Ansatz falsch. Also ich werde nicht schlauer. Sie sind keine Ermittlungsbehörde. Ein Archiv? Nein, das ist ein Nachrichtendienst. Ein Nachrichtendienst kann Informationen sammeln und diese auswerten und zur Verfügung stellen. Und das ist ein anderes als zum Beispiel irgendwelche Exekutiven oder Polizei in dem Sinn, wenn sie da etwas wissen, dann müssen sie natürlich in den Zug greifen oder entsprechend etwas veranlassen, Nachrichtendienste können. Wie sammeln sie denn? Also sammeln sie, indem sie rumfahren und Bilder schießen oder was ist sammeln? Um es einfach auszudrücken, man kann Menschen für sich gewinnen, die Informationen über bestimmte Länder, Informationen sammeln, und die einem dann dazu berichten, aus den unterschiedlichsten Motiven heraus. Sie können auch technische Methoden einsetzen. Moment, ich muss das übersetzen. Sie sagen viele Dinge und ich muss es langsam. Ja, das ist ja Absicht, warum ich das so sage. Sei es aus unterschiedlichen Motiven, also die Leute sind in irgendeiner Situation, in der man sie dazu bringen kann, zu spionieren. Geldprobleme, was angestellt. Ja, natürlich. Also da ist natürlich der Fantasie, kann man da freien Lauf lassen, warum Menschen mit anderen Vertretern anderer Nationen denn zusammenarbeiten. Jetzt wird es spannend, spannend. Jetzt wissen Sie doch mehr, als ich dachte. Okay, also Sie ermitteln nicht, Sie sammeln erstmal, das stellen wir mal fest. Das ist ein großer Sammeldienst, der entsprechend diese Informationen, so steht es auch im entsprechenden Gesetz, sammelt Informationen und wertet diese aus. Das ist so wie, wenn Versicherungen den Beitrag, den man zahlen muss, Prämie nennen. Nein, das ist jetzt kein Euphemismus, das wird halt einfach, machen Sie einen anderen Vorschlag. Na, ich würde sagen Geheimdienst und Spione. Das sind Informationen, die man sammelt. Gut, also Barschel kriegen wir nicht hin, aber wenn es jetzt in der Sowjetunion damals gewesen wäre, dann würde es Sie wieder betreffen, weil das auch Geschichte ist. Ne? Also Sie könnten sozusagen dokumentieren, was der BND gemacht hat in der Sowjetunion. Naja, aber das andere hat uns auch in dem Sinn natürlich interessiert und betroffen und da geht es einfach stur nach Schema F. Man schaut, ob Informationen vorhanden sind und ob diese freigegeben werden können oder ob man dazu Auskunft geben kann. Und wenn das so ist, dann erzählen wir was dazu. Also und meistens, das Problem ist dann wirklich auch schon wieder in dieser Erwartungshaltung draußen. Also unglaublich viel passiert in den Köpfen der Menschen, dass sie glauben, wir hatten es jetzt schon mehrfach gesagt, so ein Nachrichtendienst, Geheimdienst, der weiß über alles Bescheid, so minutiös. Also soll heißen, es kommt eine Frage zu einem Thema im Raum und man steigt in einen imaginären Keller, holt die Akte raus und weiß alles. Aber ein bisschen finden Sie das auch gut, oder?
Also das Image ist jetzt nicht ganz so schlimm. Naja, es ist in dem Sinne auch oft belastend, weil oftmals ist die Realität halt anders. Es sind ganz viele Lücken, weil ja auch es nie so abgelegt wurde. Also wir arbeiten ja gerade auch wissenschaftlich das auf, nach wissenschaftlichen Standards. Und das haben die Kollegen vergangener Jahrzehnte nie daran gedacht, dass das diese Informationen mal der Öffentlichkeit irgendwie zugänglich gemacht werden. Gut, aber anhand der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte kann man ja auch einen Blick in die Gegenwart werfen. Das spricht ja auch etwas über die Gegenwart. Ja, man kann extrapolieren, natürlich. Gut, jetzt kommt Paul Weller, Wildwood, und wir lassen uns ein bisschen Zeit, um dann die nächsten Fragen gemeinsam zu besprechen. Mich. Mit mir zusammen Dr. Bodo Hechelhammer, Chefhistoriker des BND in der Blauen Stunde. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Heute mit Dr. Bodo Hechelhammer, Chefhistoriker des BND. Wir waren eben bei der Aufarbeitung der 80er Jahre, da war so ein markanter Punkt die Barschel-Affäre. Wir waren im deutschen Herbst, die RAF, die hatten wir auch schon, das ist so 70er Jahre. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, 60er Jahre, 50er Jahre, Ende des Zweiten Weltkrieges, Entnazifizierung. Gehen wir vielleicht sogar noch ein Stückchen zurück zur Gestapo. Wie wird diese Zeit aufgearbeitet bei Ihnen? Gibt es da einen Anspruch, das möglichst gründlich und transparent zu machen, oder ist das einfach so übrig geblieben und man verwaltet das? Nein, also ich würde wirklich behaupten, dass der Bundesnachrichtendienst hinsichtlich der Aufarbeitung seiner Geschichte so vorbildlich ist und sich so transparent gibt wie keine andere Behörde oder kein Nachrichtendienst weltweit. Es gibt nicht nur bei uns einmalig eben einen eigenen Bereich, der sich mit der Geschichte beschäftigt, eben hier unser Bereich, sondern wir haben ja auch noch, wie so viele anderen Behörden, eine unabhängige Kommission, die schwerpunktmäßig genau diese NS-Kontinuitäten, diese Zeit denn untersucht. Die gibt es auch noch. Und natürlich beschäftigt man sich gerade über diese Kernfrage, dieses NS-belastete Personalprofil, weil das von Anfang an, also seit den 50er Jahren, 60er Jahren, öffentlich sehr diskutiert wurde, von Seiten der Behörde eher verschwiegen wurde. Aber in der Tat hat man da eine braune Vergangenheit mit einzelnen auch belasteten Personen. Und dazu gibt es mittlerweile auch entsprechende Veröffentlichungen und werden noch mehr Veröffentlichungen kommen, die diesen ganzen Personalkörper denn darstellen, diese Netzwerke. Also diese Fragen werden nicht mehr verschwiegen. Da konnte man natürlich eben, ich erwähne das, in den 50er, 60er, 70er bis 80er Jahre auch öffentlich amtlich nichts dazu sagen. Weil wir uns ja auch noch in dieser Zeit des Kalten Krieges da bewegen. Und das waren ja auch gerade Punkte, zum Beispiel, die aus Ost-Berlin kamen oder gesteuert aus Moskau, um auf Westdeutschland so diese in diese vergangenheitspolitische Wunde den Finger zu legen. Und deswegen gab es da keine offiziellen Statements. Heute ist es anders. Heute geht man da sehr offen und sehr kritisch mit der eigenen Vergangenheit um. Willy Brandt ist ja einer der Politiker gewesen der Nachkriegszeit, der sozusagen gestolpert ist gerade über so eine Geschichte. Mhm. Spielt diese Affäre auch in der Aufarbeitung eine Rolle? Natürlich ist es bei uns auch so ein Thema, also rein speziell interessiere ich mich. Wir sprechen über den Spion Günter Guillaume. Günter Guillaume, genau. Ja, Günter Guillaume war jetzt nicht unbedingt ein Problemfall, jetzt wieder das BND, aber natürlich war bei den Untersuchungen des Falles hat man natürlich auch dann geschaut, wie weit hat man den nicht früher entdeckt, weil die Behörden, zum Beispiel Innenbehörden und andere Nachrichtendienste BND nicht zusammengearbeitet haben. Das ist dann auch immer wieder thematisiert. Dann wird halt immer aufgerollt. Wann lagen Hinweise vor, dass zum Beispiel eben das Ehepaar Guillaume verdächtig ist? Wurden die nicht verfolgt? Warum nicht verfolgt? Also da gibt es immer diese Fehleranalyse. Aber rein privat interessieren mich gerade diese Verräter, Maulwürfe und Spionagefälle ungemein. Und das ist ja auch so ein Spezialgebiet, dann auch von mir. Zuletzt geht es gerade über einen der bekanntesten KGB-Spionen in den eigenen Reihen, Heinz Felfe, dann gearbeitet. Also wie passiert sowas? Wie verrät man
eigentlich, warum wird man zum Verräter, das sind eigentlich ganz spannende Themen. Sehr spannend, auf jeden Fall. Die Frage, ob in Westdeutschland ähnlich wie in Ostdeutschland nach dem Zusammenbruch der DDR es lange gedauert hat, bis die letzten Überreste sozusagen dieser geheimdienstlichen Tätigkeiten aufgeklärt waren. Ist das analysiert? Also wie lange, würden Sie sagen, hat die Nachkriegszeit gedauert? Wie lange sind diese Auswirkungen der, wie Sie gesagt haben, der Überreste der Gestapo noch im BND sichtbar gewesen oder nachweisbar gewesen? Also es ist ein bisschen schwieriger, die Frage, weil es ist ja nicht nur der Punkt, ob die entsprechenden Personen noch lange gelebt haben, Dienst waren und ob sie gewirkt haben. Man muss genau schauen, in welcher Position waren sie. Da sagen die entsprechend aktuellen Untersuchungen, dass viele zum Beispiel nicht in höheren Positionen waren, also haben vielleicht nichts bewirkt. Also genau das ist ja der Punkt, der noch sehr spannend ist. Was bedeutet das eigentlich mit seiner Vorvergangenheit von 45? Könnte man danach trotzdem demokratisch vielleicht werden oder an der Aufbau der Demokratie wirken? Wie weit haben sie weitergewirkt? Natürlich hat er ganz biologisch gesehen, irgendwann in den 80er Jahren sind dann die spätesten ausgeschieden. Das hat biologische Gründe. Es gab aber durchaus auch schon vorher bestimmte Wellen, was trotzdem die breite Öffentlichkeit noch nicht weiß. Es gab in den 60er Jahren eben interne Untersuchungsgruppen, eine Organisation seit 85, die nach einem Verratsfall, ich hatte es gerade gesagt, Heinz Felfe, der NS belastet war, SS-Mann war, SD-Mitarbeiter war im Reichssicherheitshauptamt. Da hat man gemerkt, hier sind auch Personen drin mit entsprechender Vergangenheit, über die wir nichts wissen. Und dieses Nichtswissen mit der Vergangenheit kann ein Ansatzpunkt sein, gerade zum Beispiel vom KGB oder von anderen östlichen Diensten. Also hat man die genauer untersucht und hat auch eine größere Anzahl denn, sage ich mal, aus dem Dienst hinausgebracht. Es sind also um die 70 Personen denn mussten den Dienst verlassen aufgrund ihrer Vergangenheit. Jetzt haben Sie das Wort Verrat selbst benutzt. Ist ein Spion ein Verräter? Ja, eine gute Frage. Also man muss sich das natürlich so vorstellen. Alle Nachrichtendienste, Geheimdienste weltweit wollen Personen für sich gewinnen, die natürlich in anderen Ländern, ihren Heimatländern, sagen wir mal, Informationen für sie besorgen. Streng genommen begehen alle Verrat. Ja. Machen sich in ihren Heimatländern in ihren Heimat strafbar. Natürlich, das ist dieser Punkt. Das ist im Grunde Kern des Geschäftes weltweit. Was kann der Anreiz dafür sein? Sie haben ebenso diffus gesagt, es gibt bestimmte Anreizsituationen. Naja, finanzielle Not. Naja, in Demokratien behaupte ich natürlich, da gibt es, jetzt wir hatten ja schon über die Stasi geredet, da gibt es nicht die Methode des Kompromats, das heißt, dass man jemanden in Situationen bringt, um ihn dann zu erpressen oder durch physische Gewalt, sondern klassisches Anreizmittel ist natürlich Geld. Ja, das heißt, man bekommt Geld oder Möglichkeiten, ich drück's mal so aus, sind natürlich auch, dass man Konkurrenten ausstechen möchte oder andere Vorteile. Man wird in irgendeiner Form begünstigt. Ja. Mhm. Ja. Ideologisch, es gibt auch Überzeugungstäter. Ich wollte gerade sagen, gibt es Überzeugungstäter, jemand, der sagt, aus ideologischen Motiven heraus mache ich das? Also wir haben gerade. Wie war es bei Felfe? Entschuldigen Sie, wenn ich hier unterbreche. Ja, da ist wieder so ein Gemisch, also in dem Sinn. Das ist ein ganz komplizierter Fall. Der wird natürlich gerne auch in der Geschichtstradierung von östlicher Seite her als Überzeugungstäter versucht darzustellen. Aber er war eigentlich Zeit seines Lebens eher Antikommunist und hat es mehr oder weniger denn aus monetären Gründen oder aus Verzweiflung getan. Er hatte sein Wissen versucht anzubieten, um wieder in das System hineinzukommen, in entsprechender polizeilicher Funktion, hat nicht geklappt. Und dann haben ihn halt sozusagen die östlichen Kollegen dann auf dem richtigen Fuß erwischt und konnten ihm ein Angebot machen. Ah ja, das ist so, wie ich es mir vorstelle. Sehr gut. Jetzt haben wir aber was mit, ich finde, das geht schon so in die Richtung James Bond Geheimdienst. Henry Mancini, Lujan oder Lujan? Lujan. Ja, das ist dieses Bassinstrument. Ja, dieses Percussion-Instrument, was wir jetzt gleich hören. Das ist das Lujan? Ja, genau. Bin ich mal sehr gespannt. Sie wissen viele Dinge. Sie sammeln viele Dinge. Bei mir im Studio Dr. Bodo Echelhammer vom Sammeldienst BND. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, das war doch mal, das hörte sich doch mal so richtig nach Geheimdienst an, finde ich. Das ist aber dann die Szene, wenn James Bond ins Schlafzimmer kommt und die Frau liegt schon im Bett und er
macht sich noch die Fliege auf und dann geht's rund. Naja, da ist ich habe die Vorstellung, die schläft dann schon eher und ist müde. Was ist Ihr Lieblings-James Bond? Also ich bin ja totaler Fan von John Connery und von den alten Filmen. Daniel Craig nicht? Ja doch, Daniel Craig eigentlich schon und da ist dann einfach Casino Royale oder... Das ist der beste, finde ich auch, ja. Casino Royale. Was gibt es denn noch für prominente Spione in der Geschichte? Naja... War Rudolf Hess ein Spion? Das ist eine gute Frage. Sein Flug ist ja wirklich sehr umstritten und hat in der Tat dann auch Auswirkungen auf, indirekt auf die alte Zentrale in Pullach gehabt, weil man ist ja da eingezogen 1947, am 6. Dezember 1947, deswegen heißt die Zentrale auch Nikolaus umgangssprachlich wegen dem Nikolaustag. Und die hieß ja früher Rudolf Hess Siedlung oder Martin Bormann Siedlung, aber halt Rudolf Hess Siedlung wurde sie nicht mehr genannt, eben nach seinem Englandflug. Ja. Und in dem Sinne hat auch der Bundesnachrichtendienst hat sich der alten Liegenschaft immer wieder ein Problem gehabt, sich mit seiner Vergangenheit intensiv auszusetzen, wobei er dafür gar nichts konnte, weil er ist erst nach dem Krieg einquartiert worden und es war eine reine Entscheidung der Amerikaner. Vielleicht wissen das immer noch nicht alle, obwohl wir vieles dafür tun, weil man war ja unmittelbar nach dem Krieg, Ende des Krieges gegründet und war eine reine amerikanische Operation. War zuerst zuständig unter der Zuständigkeit des amerikanischen Militärgeheimdienstes und von 49 bis 56 war die CIA verantwortlich. Die saß in Pullach, in dem Hauptgebäude, da saß der CIA-Verbindungsstab, der nach Washington die Verbindung gehalten hat. Von dort kam das Geld, von dort kamen die Befehle, dorthin wanderten die Berichte. Man war eine amerikanische Operation. Das vergessen ja viele. Deutschland war ja bis 1994 von Alliierten. War es 94? Ich glaube, 94 sind die Russen abgezogen. Und ja, und das Besondere ist eben auch, viele fragen sich immer nach diesen besonderen deutsch-amerikanischen Beziehungen, Verhältnissen, auch auf Nachrichtendienst-Ebene. Das kommt eben auch daher. Und das Besondere an dieser Gründungsgeschichte des Bundesnachrichtendienstes ist eben auch, dass er schon mehrere Jahre vor Gründung der Bundeswehr Deutschland überhaupt existiert hat. Das ist ja ein großer Unterschied. Das heißt, da ganz im Verborgenen existiert hat, keine anderen Behörden sollten es wissen, nie amtlich bestätigt. Und das hat in gewisser Weise auch so zu seinem Gründungsmythos und zum Umgang mit der Vergangenheit, mit seiner Existenz geführt. Man muss sich das vorstellen, dass eine offizielle Bestätigung, welche Behörde dort residiert, das heißt mit einem Namensschild mit der Behörde, das ist immer für mich so eine Bildikone in Pullach, Heilmannstraße, diese Einfahrt mit dem Schild Bundesnachrichtendienst, das ist erst Mitte der 90er Jahre angehängt worden. Also ab da war erst die offizielle Bestätigung, wer sich denn dahinter befindet, obwohl natürlich die Masse wusste, wer dahinter ist. Hm. Ja. Ja, also doch so ein bisschen mythenbehaftet. Ja, das ist in der Tat immer wieder. Das ist natürlich die Behörde selbst, das ist das Betätigungsfeld an sich. Aber ganz speziell ist es eben auch diese Entstehung, die Entstehungsgeschichte, die wirklich im Verborgenen noch doppelt ist. Ich sage immer wieder, es ist jetzt anders als zum Beispiel bei der CIA. Da gab es 47 ein Gesetz, einen entsprechenden Act, wo das entsprechend dann auch über die politischen Gremien bearbeitet wurde. Das ist öffentlich bekannt gewesen. Hier ist die eigene Geschichte des Westdeutschen Auslandsnachrichtendienstes eine ganz andere. Das ist wirklich als geheime Operation, zuerst mit den Amerikanern versteckt. Niemand sollte wissen, wo, für wen man arbeitet, die Existenz, die Verortung an sich. So ist man entstanden. Das ist ein ganz anderer Ansatz und das hat sich dann auch weiter tradiert. Gibt es einen anderen Schwerpunkt außer der Nazi-Zeit, mit dem Sie sich beschäftigen? Naja, wir jetzt, davor? Also ich persönlich halt entsprechend mit einzelnen Geschichten, Viten, wie jetzt ein KGB-Spion oder auch so ja die Geschichte der Zentrale selbst. Ansonsten sind war nicht Mata Hari auch eine Spionin? Ja, das war auch eine Spionin. Wissen Sie was darüber? Nein, ich weiß nicht, aber nicht, weil ich, da weiß ich wirklich dann einfach zu wenig. Dafür gibt's genug Spezialisten. Also man lernt auf dem Gebiet auch sehr viel, dass man sehr genau einzuordnen weiß, was man weiß und das bedeutet eigentlich merklich, was man eigentlich nicht weiß. Das ist gut. Gab es mehr Frauen oder mehr Männer in der Geschichte, die spioniert haben? Ich glaube, mehr Männer, oder?
Wobei Frauen wären wahrscheinlich unverdächtiger. Ich kenne da jetzt keine empirischen Studien, die das eher da belegen. Also es ist auch immer wieder die Frage, über wen wir jetzt reden. Jetzt wirklich die Spione selbst, also die Informationen liefern, oder diejenige, die Spione, sage ich mal, jetzt auch führen. Das ist ja immer der Unterschied. So. Das wird ja auch bei James Bond gerne immer so verwechselt und durchmischt. Er ist ja eigentlich ein entsprechender hauptamtlicher Mitarbeiter, der aber mehr oder weniger Aktionen fährt, die man hauptamtlich vielleicht... Operativer Mitarbeiter. Ja, genau, weniger machen lässt. Gibt es denn ganz außergewöhnliche Sachen, also wirklich Anekdoten, wo Sie sagen, das ist sehr außergewöhnlich, Hunde, die spioniert haben oder Kinder oder... Naja, das gibt's in der Tat. Da gibt's dann verschiedene Museen, dass irgendwelche Tiere eingesetzt wurden. Und das ist ja auch ein altes Mittel von der Informationsbeschaffung her oder von alten Brieftauben. Das ist ja schon zur Kriegszeit mit Kameras ausgestattet. In der Tat gab's das immer wieder. Leider habe ich das bei uns noch nicht gefunden, dass wir irgendwelche Tiere eingesetzt haben. Würde der Begriff Schnüffler ja auch noch Sinn machen. Ne? Ja. Also würde ich gerne finden, ja. Aber wir haben sogar schon was über Hunde geschrieben, aber eher über die Wachhunde. Ja. Gut, also Sie merken, ich bin so ein bisschen zögerlich, würde ich jetzt mal sagen, weil ich immer noch versuche herauszufinden, wo der Aufgabenbereich anfängt und wo er aufhört. Bei allem und nichts. Bei allem und nichts, ja, es ist ein bisschen diffus, aber ich habe jetzt schon ein paar Punkte gefunden, die etwas konkreter sind. Naja, ich hatte ja gesagt, wir bekommen unsere Anfragen, in einem Einzelfall können wir uns auch selbst eigenen historischen Themen widmen, wir versuchen Ausstellung und Museum aufzubauen. Können Sie Geschichte verändern? Ob wir Geschichte verändern können? Nein, das würde ja, also ob wir es könnten, ist ja was anderes, aber wir machen sowas natürlich nicht. Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, NSU. Ist jetzt noch nicht 30 Jahre her. Das ist aber bitte jetzt keine Geschichte. Nee, da sind wir auch nicht zuständig. Das ist Verfassungsschutz, das habe ich auch schon gelernt. Aber die Öffentlichkeit ist ja angewiesen auf Fremdinformationen. Ja. Ist ja auch im Fall Barschel so. Man weiß ja nicht genau, was passiert ist. Es gibt ein paar Indizien, mehr aber auch nicht. Ist die Macht, die dann so eine Behörde hat, nicht unglaublich groß, wenn sie filtern kann, welche Informationen sie rausgibt oder nicht? Ja, unter dem Aspekt natürlich, aber da würde ich doch eher wirklich in die Gesetzmäßigkeit und vertrauen, und dass solche Punkte, wenn sie denn passieren sollten, auch einfach dann offen werden mit den entsprechenden Problemen, die dazu führen. Ja, aber mit dem Beispiel, Sie hatten ja gerade jetzt, was uns gar nicht angeht, sagen wir mal die Aktenvernichtung. Wir haben jetzt vom historischen Bereich auch mal so einen kleinen Fall gehabt, den wir aber jetzt, genau das ist der Unterschied, den haben wir selbst entdeckt, dass bestimmte Personalakten, gerade auch mit einzelnen Personen mit NS-Vergangenheit, vor 10, 12 Jahren vernichtet wurden. Das ist auch dann öffentlich geworden, skandalisiert worden, vergessen worden. Wir haben das selbst sozusagen herausgefunden. Wir haben selbst das auch dann entsprechend gemeldet und wir haben die Sache dann selbst auch eingeordnet. Soll nämlich heißen, da waren die Sachen ausgezeichnet, entsprechend dem Bundesarchivgesetz zur Vernichtung. Es gibt ja da keine hundertprozentige Überlieferung, sondern auswahlmäßig. Und das war in dem Sinne berechtigt oder nachvollziehbar. Und wir haben uns auch bemüht, die Informationen, die in diesen Akten waren, dann wieder aus anderen Beständen ausfindig zu machen. Es bleibt das Misstrauen, dass es irgendwie eine böse Absicht war. Also das ist immer das, was in den Köpfen ist. Und man kann nur langfristig versuchen, entgegenzuwirken. Aber gut, Sie als jemand, der die Gepflogenheiten dieser Behörde kennt, der kann uns ja auch ein bisschen Einblick gewähren. Us3, Cantaloupe. Und danach reden wir weiter mit Dr. Bodo Hechelhammer, Chefhistoriker des BND, heute in der Blauen Stunde. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Heute mit Dr. Bodo Hechelhammer, Chefhistoriker des BND, immer noch bei mir im Studio. Jetzt haben wir eben über die Gepflogenheiten gesprochen einer anderen Behörde, aber ich übertrage das auch ein bisschen auf Ihre Arbeit. Sie betrachten natürlich eher die Geschichte als die Gegenwart. Kommen wir aber trotzdem mal zur Gegenwart. Es gab vor ein paar Wochen ja eine große Diskussion um den Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Das wurde dann zum Politikum. Eigentlich ist wieder über vieles gesprochen worden, ohne dass man wirklich wusste, über was man eigentlich spricht. Das war eine hochgradig affektbelastete Situation. Liegt so etwas auch an der abstrusen Vorstellungskraft der Menschen oder an der Idee der Menschen von solchen Diensten, dass sie dann sofort dazu neigen, Verschwörungstheorien zu bauen? Oder ist das vielleicht sogar eine Genauigkeit, die man braucht, um auch diese Behörden zu überprüfen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass natürlich solche Behörden dazu neigen, dass man alle möglichen Verschwörungstheorien darum baut. Das ist einfach so. Ich sage systembedingt, aber was wollen die Leute? Also geheime Nachrichten beschaffen und damit umgehen, das funktioniert halt nur im Geheimen. Oder dann entsprechend bei der entsprechenden Meldung gegenüber parlamentarische Gremien dafür, die es ja dafür auch extra gibt. Andererseits habe ich dann manchmal auch fast kein Verständnis, was man erwartet. Es gibt bestimmt die Forschungsabteilung von Siemens, wo im Grunde auch keiner was sagen darf, was dahin gemacht wird. Oder irgendwelche Redaktionen, die vielleicht an Geschichten sind, wo genauso Stillschweigen bewahrt werden muss. Also das gibt es ja überall, nicht nur bei speziellen Behörden, dass man verpflichtet ist zum Stillschweigen und auch nicht weiß, was man da macht. Gut, gerade deswegen und auch in der Art und Weise, wie Sie darüber sprechen, hat es mich persönlich zum Beispiel gewundert, dass der Präsident des Verfassungsschutzes ein Bild-Zeitungsinterview gibt, indem er über Dinge spricht, die, ich glaube, eher geheim sein müssten. Das weiß ich nicht. Das ist auch jetzt wirklich nicht meine Baustelle, sowas zu sagen. Ich würde jetzt mal rein als Privatmann, Mensch, denn sagen, dass das weniger mit den Institutionen und seiner Funktion denn zu tun hat, sondern dass es einfach man das in diesem aktuellen politischen Diskurs sehen muss. Hm. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Das hat weniger mit dem Haus an sich zu tun. Ja, ja. Ist ja auch nicht Ihr Haus. Ist ja der Verfassungsschutz. Nein. Gibt es Berührungen zwischen Verfassungsschutz natürlich, und BND? Natürlich, ja. Sie tauschen sich auch aus. Natürlich. Nachrichtendienste, da wo es Überschneidungen gibt, sollten sich natürlich so gut wie es geht austauschen. Ja, ja, ja. Um eben für das große Ziel, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland nach innen und außen bestmöglich sorgen zu können. War die Sicherheit zu je einem Zeitpunkt nach dem Kalten Krieg bis zum heutigen Tage ernsthaft gefährdet? Innerhalb der letzten 30 Jahre? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, ob es wirklich ernsthaft gefährdet war. Würde ich sagen, nein, weil einfach die entsprechenden Sicherheitsbehörden so gut gearbeitet haben. Na, ich meine jetzt mal, sagen wir mal 1983, Pershing II-Beschluss, Ronald Reagan. Da waren wir doch, was die Atombombenfrage anging, die Aufrüstung, an einem sehr heiklen, sensiblen Punkt. Naja, es gab immer schon andere Punkte und da ist zum Beispiel auch die Aufarbeitung und das Wissen aus den eigenen Akten dann wieder sehr hilfreich. Zum Beispiel, was die meisten eher vergessen, so Kuba-Krise. Da bewegte man sich ja wirklich eher an dem Rande eines weiteren Krieges oder eines atomaren Krieges. Und da ist zum Beispiel, sind solche Punkte hilfreich, wenn wir mit Zeitzeugen, also mit Kindern ehemaliger Mitarbeiter uns unterhalten haben, die erstaunlicherweise dann von ihren Eltern zum Beispiel ins Ausland geschickt wurden, weil die Angst so groß war, dass doch etwas passieren kann und das dann entsprechend bei dem Nachrichtendienst, dass man gesagt hat, also wir sind da nicht ganz sicher, wie das Ganze ausgeht, wir schicken mal die Kinder sicherheitshalber ins Ausland. Also da hat man dann schon mal so eine persönliche Einordnung, wie da Krisen auch rein subjektiv eben wahrgenommen wurden. Muss aber unterscheiden, ob das jetzt wirklich sozusagen die politische Ebene war oder nur subjektiv wahrgenommen. Gibt es Mitarbeiter des BND in Nordkorea? Na, die Frage stellen Sie mir jetzt nicht ernsthaft. Sie wollten natürlich sagen, ne? Nein, natürlich stellen Sie mir diese Frage jetzt nicht ernsthaft und erwarten, dass ich dazu was sagen kann. Also die Antwort ist ja, es gibt überall Mitarbeiter des BND. Na, ich würde natürlich sagen, ich bin mir sehr sicher, dass überall da, wo der entsprechende Auftrag der Behörde ist, auch alles Mögliche getan wird, um von dort Informationen zu bekommen. Meinen Sie, die Mitarbeiter, die in Nordkorea sitzen, sind so ein bisschen neidisch auf ihre Kollegen aus Nordkorea? Dazu kann ich doch natürlich nicht sagen. Weil die so viele Befugnisse haben, die sie vielleicht auch gerne hätten. Weiß ich alles nicht. Das wissen Sie alles nicht. Aber Sie wissen doch mehr, als Sie sagen. Ja, das ist... Das kann natürlich auch mal ganz interessant sein. Ich kann so dumm wie Brot sein, das glaubt mir sowieso nicht, weil wenn ich dann große Fragezeichen auf meiner Stirn projiziere, meint jeder, ich weiß umso mehr und sage haben gar Sie nichts. Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen vor sich selbst? Ich habe oft ein schlechtes Gewissen. Ja, ist das so? Aber aus ganz unterschiedlichen Dingen. Aber Sie sind ja gar nicht tätig, Sie sind ja nur in der Verwaltung sozusagen, ne? Ja, ich war mal anders tätig und... Also Sie waren auch mal Spion? Na, ich sage dann immer dazu kann ich im Detail nichts sagen, aber da gibt es auch schon öffentliche Statements in den üblichen Verwendungen. Ah, okay. Meinen Sie, ich bin verfassungsschutzrechtlich erfasst? Da würde ich Ihnen raten, mal eine Anfrage zu stellen. Kann ich das machen? Ich glaube, man kann vieles machen. Die Frage ist immer, ob man eine Antwort denn bekommt. Hm, okay. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Nein.
Lassen Sie uns die Angst was Lustiges ist ganz sprechen. Auf meiner Seite. Na, ich bin noch nicht so, ich bin noch nicht so vielwissend wie Sie. Ich stelle nur die dummen Fragen. Sie haben mir was mitgebracht und zwar jedenfalls kommt der BND ganz groß raus, der Bundesnachrichtendienst und das Filmprojekt Mr. Dynamite oder Mr. Dynamit eigentlich. Ja, Lex Barker, der von mir bewunderte Old Shatterhand, sollte mal irgendwann ein deutscher James Bond werden. Ja. Und das ist aber gründlich schiefgegangen. Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, die wir gerne auch öffentlich immer erzählen, weil das kann man so sagen, ist fast die erfolgreichste Geschichte. Wir haben tatsächlich irgendwann mal in unserem Archiv, sind wir auf die Idee gekommen, mal zu schauen, ob dort Informationen vorliegen zu Mr. Dynamite. Das war ja eine ganz erfolgreiche Romanreihe in den 60er, 70er Jahren. Und wir haben aber nicht zu dieser Buchreihe gefunden von C.H. Günther, sondern wir haben eine Akte gefunden über den Film. Den kannte von uns eigentlich keiner. Und das Schöne war, das ist bis heute, soweit ich weiß, der einzige international ausgerichtete Spionagefilm, Agentenfilm mit dem BND in der Hauptrolle. Ansonsten gibt es ja nur Filme, wo der BND überhaupt keine Rolle spielt, sondern wenn nur ganz am Rande. Und da war es halt einer in der Hauptrolle. Und das Lustige war eben der klassisch deutsche BND-Mitarbeiter Robert Bob Urban wurde dann gespielt von Lex Barker. Da gibt es auch wunderbare Begründungen, weil er ist ja schon eingedeutscht. Der hatte zu dem Zeitpunkt gerade den Bambi bekommen als bester ausländischer Schauspieler. Und durch die ganzen Karl-May-Verfilmungen und so weiter kannte man den natürlich. Und das Besondere daran ist, dass die Produktionsgesellschaft dann auch auf den Bundesnachrichtendienst damals zugegangen ist mit der Bitte um Unterstützung an den damaligen Präsidenten Reinhard Gehlen selbst. Und der hat auch zugestimmt, ihn zu unterstützen. Das war dann nicht sonderlich viel, weil die Produktion schon relativ am Ende war. Aber man hoffte sich tatsächlich ein Image gewinnen. Deswegen schon wie das Zitat, der kommt ganz groß raus. Und man wollte damit eigentlich in Serie gehen. Leider hat es nicht geklappt, sonst hätte man vielleicht noch ab den 60er Jahren, das war also 66, 67, eine eigene deutsche James-Bond-Reihe oder Urban-Reihe. Das wäre nicht der MI5, sondern der BND. Nein, genau, mit Eddie Arendt als Professor Stahlmann, als Mr. Q und Maria Perschi als Dynamitfrau sozusagen. Also mit all den wunderbaren, skurrilen Sachen, das wäre bestimmt toll gewesen und hätte vielleicht auch zum Image, zu einer Verbesserung beigetragen, aber die Produktionsfirma ist pleite gegangen. Ah, okay. Und deswegen ist es nur zu einem Einzelfilm gekommen. Barker musste am Ende seine Gage einklagen. Das hat also nichts mit dem BND zu tun, dass es kein Erfolg wurde, sondern da hat man einfach Pech gehabt. Schade, aber ja, vielleicht ist das ein Projekt, was man wieder aufgreifen unbedingt kann. Unbedingt, also wer bitte einen Film drehen möchte, dann nochmal mit Bob Urban, ich stehe gerne zur Beratung sehr bereit. Gut. Wir hören Jamiroquai, Cosmic Girl, wir haben noch einen Take und ich habe noch ein paar Fragen zusammen hier mit dem Chefhistoriker des BND in der Blauen Stunde. Radio 1, die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. So, jetzt sind wir fast am Ende. Dr. Bodo Hechelhammer sitzt mit mir noch im Studio. Ich habe ein paar Informationen sammeln können und mache mir jetzt meinen eigenen Reim da drauf. Wie ist es heutzutage im Zeitalter des Internets? Was hat das Internet verändert für den BND? Nee, ich glaube, die Änderungen sind identisch wie für jeden von uns, der sich damit auseinandersetzt. Die Schnelligkeit, rasend schnell bekommen Sie Einblicke von irgendwo von dem Planeten, sehen Bilder und Informationen. Das geht natürlich sehr schnell. Sie müssen unglaublich schnell reagieren. Große Probleme, obwohl jetzt verlasse ich quasi den historischen Bereich, sondern das sind die Herausforderungen, die alle, die sich mit sozusagen Informationen beschäftigen. Ich wollte gerade sagen, ist das Spionieren nicht volkstümlicher geworden? Die Schwierigkeit liegt ja daran, Sie bekommen scheinbar aktuell überall Informationen her. Das Problem ist nur, Sie wissen nicht, da sind wir ja bei einzelnen Punkten, die wir schon angeschnitten haben, von wem kommt das? Ist es authentisch? Ist es gesteuert? Mhm. Also diese Frage der Authentizität, der Quellenherkunft korreliert dann wieder mit dieser Schnelligkeit, dass man sehr, sehr schnell irgendwie eine Aussage treffen muss. Also das ist, glaube ich, ein Problem, was auch jedem Medienvertreter oder Nachrichtenmacher gegenüberstellt. Und die Menschen glauben tatsächlich auch viel schneller, dass das, was sie dort lesen, wahr ist.
Natürlich, ich glaube, das ist so eine Sache vom Informationsmanagement. Also der zuerst das Bild, die Information, den Ton setzt, hat natürlich da schon mal einen gewissen Vorteil. Und bis man dann wieder Gegenargumente danach liefert, braucht es viel, viel mehr Argumente und Zeit und Belege. Das ist schon schwierig. Und in dieser Zeit, dieser sehr schnelllebigen Zeit, ja, da kommt ja eine Information nach der anderen. Also das ist natürlich dann schon ein Problem. Das würde ich jetzt weniger auf irgendwelche Nachrichtendienste begrenzen. Natürlich, die müssen auch dann dadurch schneller werden und viel mehr erklären müssen, aber betrifft uns alle. Aber das meinte ich gerade. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die letzte US-Wahl betrachten, da passiert ja etwas, was, sagen wir, vor 20 Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Oder wenn wir hören, dass ausländische Geheimdienste sich in unser Computernetz oder in das Netz der Bundesregierung einhacken können. Das ist ja eine Entwicklung, die hat was mit dem Internet zu tun. Deswegen ist das wahrscheinlich auch eine Herausforderung für den BND, damit umgehen zu können. Wie gesagt, ich bin der Historiker. Das sind jetzt wieder die aktuellen Anforderungen, die sich der BND stellen muss und auch dann auch stellt. Aber im Grunde genommen würde ich jetzt auch wagen, jetzt auf dieser historischen Schiene zu abstrahieren, gab es solche Probleme auch in früheren Zeiten. Soll heißen, da wurden vielleicht Briefe, sag ich mal, gehackt oder Briefe gefälscht. Es wurden falsche Informationen an Zeitungen zugespielt, die natürlich dann auch lanciert wurden. Auch da sind sozusagen die Methodik vom Ansatz her, gab es denn früher auch schon. War es dann vielleicht sogar früher einfacher? Also war es einfacher, zum Beispiel Falschmeldungen zu verbreiten, weil die Möglichkeit, es zu verifizieren, auch nur bestimmten Gruppierungen vorbehalten war? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, da müsste man sich dann genauer damit beschäftigen, ob das jetzt einfacher oder schwieriger war. Also ich würde mal sagen, im Vergleich zu der Zeit gab es immer wieder Ansätze, auf die entsprechend gängigen Medien einzuwirken, so auch wie heute, vielleicht auch auf den Wahlen Einfluss zu nehmen. Mit Sicherheit ist es heute denn schneller, das ist klar, das ist das Medium an sich denn. Aber auch oberflächlicher, ja, natürlich. Mhm. Also dieser Punkt, also ich habe auch schon fast wieder in aktuellen Debatten, wenn ich irgendwo bei Buchvorstellungen oder irgendwelchen Podiumsdiskussionen sind, habe ich dann von Leuten gehört, die gesagt haben, man braucht zum Beispiel Nachrichtendienste nicht, man hat auch das Internet und da kommt die Information viel schneller. Also dafür kann ich immer nur warnen. Das ist die Begründung, warum auch Medienhäuser ihre eigenen Korrespondenten, Journalisten weltweit haben, weil dann wissen sie genau, dass sie die Information erstmal einordnen können, weil es der eigene Mann oder die eigene Frau ist. Und das ist gerade in dieser heutigen Zeit natürlich unglaublich hilfreich, dass man sich nicht diesen Fragen stellen muss, von wem kommt das, kann man der diese Informationen trauen. Also ich glaube, das ist schon ziemlich schwierig. Ist das etwas, was Sie, ich merke das, wenn Sie drüber sprechen, ist das nicht Ärger, aber so ein bisschen, ja, Verdruss darüber, dass das Image so schlecht ist? Nee. Ist das etwas, was Sie begleitet bei Ihrer Arbeit, dass Sie sich auch immer rechtfertigen müssen für das, was Sie tun? Nein. Also der normale Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kommt ja nie in diese Gelegenheit, sich öffentlich rechtfertigen zu müssen, weil wenn alles richtig läuft, keiner weiß, dass man dort arbeitet. Das sind ja nur ganz, ganz wenige, die die Erlaubnis haben, öffentlich zu sein, sozusagen aufzutreten. Und ich habe ja natürlich auch die eigene Erfahrung gehabt, als es bei mir passiert ist. Das war 2010, 2011, als ich öffentlich wurde, mit Medienvertretern gesprochen habe und mein Name dann in Zeitungen auf einmal dann erschien. Und ich sage das immer, ein Teil der Nachbarschaft war auf einmal extrem freundlich, als sie das mitbekommen haben. Und weil andere, die gedacht haben, lieber vorsichtig mit dem. Naja, oder sagen wir es mal positiv, oh wie interessant. Und ein Teil der Nachbarschaft hat im Grunde kein Wort mehr mit einem gewechselt. Also das polarisiert doch sehr stark. Und was da immer so für Ideen in den Köpfen herumgeistern, auch so eine kleine Geschichte, so Nachbarsjungen, die haben dann immer gesagt zu den eigenen Kindern, wenn der Vater nach Hause kommt, der braucht auch seine Ruhe, weil er den ganzen Tag nur Leute abhört. Also das ist natürlich vollkommen weit entfernt. Mhm. Haben Sie schon mal jemanden abgehört? Ich? Nein. Ja. Noch nie? Nie so, wie man sich das vorstellt? Irgendwo eine Wanze angebracht? Wie käme ich dazu? Nein, okay. Man sieht es nicht, wie Sie jetzt gerade gelächelt haben. Ja. Ich lächle gerne. Aber Sie haben eben ja auch gesagt, Sie hätten selbst mal so in diesem
Ja, bei mir kann ich an der Front gearbeitet. Ja, das ist doch schön. Ich kann ja mit diesen Sachen spielen, ja. Ohne jetzt im Detail gehen zu müssen. Ja. Okay, also das machen wir nachher, wenn das Mikro aus ist. Aber ich könnte mich sozusagen auch anbieten und sagen, wenn Sie was für mich übrig haben, mache ich. Sie meinen als Selbstanbieter entsprechenden Behörden? Gibt es sowas, dass Leute sich selbst anbieten und sagen, ich könnte ein guter Spion sein? Ja, das gibt es durchaus. Ja, aha, muss man okay. Natürlich schauen. Ah, dann schauen wir nachher mal. Weil ich kann ja, ich bin ja bikulturell und vielleicht bringt das was für mich. Ich wusste nicht, dass das jetzt hier ein Bewerbungsgespräch wird, aber auch dafür bin ich natürlich nicht zuständig. Nein, nein, ist ja auch egal, ob Sie zuständig sind oder nicht, aber Sie wissen, wer die Zuständigen sind. Ich habe davon gehört. Sie haben davon gehört. Was wäre Ihr Lieblingsspion eigentlich? Gibt es eine Figur in der Literatur oder sonst wo? Ja, ich finde natürlich John le Carré unglaublich gut und seine Figuren. James Bond mag ich, muss ich fast sagen, mehr auch von den Büchern, also von Ian Fleming selbst. Wenn man die Originale mal liest, dann weichen die doch sehr ab von den Filmen, sind wirklich mehr auf dieses Nachrichtendienst, die geheimdienstliche Umfeld ausgerichtet, weniger natürlich für Filme denn ausgerichtet, so effekthaschend. Haben Sie den neuen Mission Impossible schon gesehen mit Tom Cruise? Den habe ich jetzt nicht gesehen, den letzten habe ich aber gesehen und ich hatte eigentlich keine größeren Erwartungen, aber ich fand den ziemlich gut. Der allerletzte, der war richtig gut. Ja, also muss ich jetzt mal sagen, ja, ich mag auch Spionagefilme, das habe ich immer gesagt, sehr bekennt. Na klar hat man dann natürlich da eigenes Wissen oder eigene Vorstellung. Und denkt, das ist totaler Quatsch, was die hier machen. Ja. Also die Szene mit dem Defibrillator bei Casino Royale ist natürlich grandios, ne? Ja, natürlich. Ich bin hier selbst gerade mit irgendwelchen Sachen, die man mir implantiert hat, unterwegs. Sehr und gut. Wenn mir was passiert, dann. Sie müssen gleich schnell zum Auto auch sich an den Defibrillator anschließen. Ja, ich wünschte, ich hätte so einen Dienstwagen. Können Sie mit dem Kuli schießen? Ja, in der Tat. Wenn man den aufschraubt und die Feder spannt, dann kommt die Mine rausgeschossen. Sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viel verraten. Ja, ich hoffe es auch. Na, ich glaube nicht. Also und wenn, dann werden halt jetzt Leute auf Sie angesetzt. Ja, oder meine Vorgesetzten reden mit mir. Dann ist Schluss mit lustig. Ja, dann melde ich mich beim Radio wieder. Bitte bei mir. Hier ist dann eine Co-Moderationsstelle frei. Wunderbar. Dr. Bodo Hechelhammer bei mir heute im Studio gewesen. Chefhistoriker des BND. Wir haben aber auch ein bisschen über die Gegenwart gesprochen, was ich sehr gut finde. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Passen Sie gut auf sich auf. Sie auch. Oh, Scheiße. Das war doch das erwartete Ach, Schlusswort. Scheiße. Vielen Dank, dass Sie da waren und bis irgendwann mal. Tschüss. Gerne, danke. Und das war die Blaue Stunde heute am Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder zwischen 16 und 18 Uhr. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.